Ciao zusammen und willkommen zu diesem neuen Video von Super Mario Odyssey, wo wir uns einen weiteren Mod ansehen werden. Ja, erstmal vielen Dank wieder an Matthias Orlos zur Bereitstellung von diesem Mod. Es ist wieder kein öffentlich zugänglicher Mod, aber dank dem, dass ich Kontakt zu ihm hatte, hat er mir ihn bereitgestellt. Aber eigentlich erstellt haben den Mod, jetzt muss ich es ablesen, der Granimated. Und der KillsX Gaming hat dazu groß beigetragen. Also schaut dazu all den, Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Aber jetzt schauen wir uns mal diesen Mod an, wieder mit richtig hochauflösenden Texturen. Ihr wisst ja, das sah vor einigen Monaten noch ein bisschen anders aus. Aber heute vor zwei Tagen am Donnerstag kam das Honigbienenkönigreich zu Super Mario Odyssey. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, findet ihr da oben rechts. Und das war jetzt das erste Mal, dass es hochauflösende Texturen gibt. Und jetzt kommt eben ein weiterer Super Mario Galaxy, und zwar die Herbstwald-Galaxie heißt sie, glaube ich, ja. Und im Mario Galaxy war das eigentlich nur ein Remake der Honigbienenkönigreichs, genau, und einfach spiegelverkehrt und in Herbstoptik. Ah, okay, das Level ist jetzt ein bisschen verglitscht, aber das wusste ich schon, das hat er mir geschrieben, dass es ein bisschen verglitscht sein kann. Und es wurde einfach jetzt mit dem Pilzkönigreich ersetzt. Ihr seht, der Hintergrund ist auch vom Pilzkönigreich, was eigentlich, ja, ganz gut passt. Dieser Hintergrund erinnert mich immer wieder an Breath of the Wild, keine Ahnung, das passt irgendwie. Ja, und eben, es gibt da keine Monde zusammen, aber ihr seht, es ist einfach das Pilzkönigreich. Und die, genau, die Checkpoints sind ein bisschen versetzt. Und genau, es gibt keine Monde, aber es ist trotzdem cool, das zu erkunden. Und Musik fällt auch, vielleicht blende ich euch da noch was ein. Ja, und das stört schon ein bisschen, dass da manchmal das Level einfach so weggeht. Aber wir schauen uns trotzdem mal alles an und das sieht aus, als ob man da irgendwie nach oben gehen könnte auf dieses Teil da oben. Okay, dann versuche ich mal mit einem Dreisprung. Das war kein Dreisprung. Okay, nochmal. Eins, zwei. Nochmal, alle gute Dinge sind drei. Auch bei einem Dreisprung, also einem dritten Versuch sollte es klappen. Und ich habe es nicht geschafft. Es ist wirklich ein bisschen blöd, dass das ein bisschen so verschwindet. Aber ja, was soll man dagegen machen? Ich habe ja keine Ahnung, wie man diese Level erstellt. Ja, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Aber ich weiß, wie man die installiert. Und stimmt, ein Zuschauer von mir hat gefragt, ob ich auch mal Tutorials machen könnte, wie man auch andere Mods installiert. Ich habe ja schon ein Tutorial gemacht, wie man den Superstar Mode installiert. Und das kam ziemlich gut bei euch an und deshalb denke ich, könnte ich auch noch ein Tutorial machen, wie man andere Mods installiert. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich glaube, ich werde es so machen, dass es dann auf einem anderen Video aufbaut. Denn ich will nicht noch ein zweites Mal erklären, wie man die Switch ganz allgemein hackt. So. Und ja, das sollte dann in ein paar Tagen kommen, dieses Video. Okay. Jetzt bin ich da oben und ich weiß nicht, ob ich jetzt da nach oben gehen kann. Okay, nice. Und kann ich jetzt noch irgendwie weiter? Ich glaube nicht. Aber es war so cool, dass man da nach oben gehen kann. Da war ja in Super Mario Galaxy dieser geheime Stern mit der Glocke und dann waren da Musiknoten und da war dann ein geheimer Stern. Ja. Und genau, da oben ist auch ein weiterer Checkpoint. Wir können mal weiter nach oben gehen. Ja, jetzt einfach ziemlich cool. Also ich persönlich mag jetzt das Aussehen dieser Herbstwald-Galaxie mehr als das Honigbienenkönigreich. Einfach Herbst finde ich allgemein ein bisschen schöner als Frühling. Oh, aber natürlich ist die Herbstwald-Galaxie dieser Mod ist natürlich besser, da es da auch Monde gibt und auch mehrere wie Planeten. Denn da, ich glaube auch in Super Mario Galaxy war da einfach nur ein Planet, dieser Hauptplanet in der Herbstwald-Galaxie. Aber im Honigbienenkönigreich gab es einfach mehrere Planeten. Okay, da sind wir jetzt oben. Und da gibt es einen weiteren Checkpoint. Genau, die Checkpoints haben, glaube ich, immer noch denselben Namen wie vorhin. Genau, sind einfach an einem anderen Ort platziert. Und gibt es da oben irgendwas? Ich glaube nicht. Und wir können jetzt auf diesen Baum hier rauf. Genau, ich weiß nicht, ob in Mario Galaxy die Texturen auch so waren. Es sieht ein bisschen, ja, nicht ganz gut aus, aber irgendwie sieht es trotzdem cool aus, wie es so glänzt, finde ich. Und da unten gibt es diese Pilze und das sollte Wasser sein, glaube ich. Aber natürlich sind wir noch relativ am Anfang von Super Mario Odyssey Mod. Es ist eigentlich schon ziemlich krass, dass wir am Anfang sind. Schon so weit sind, was Texturen angeht und all das. Ah, und da hinten gibt es noch irgendwie so Wasserfälle und einen Checkpoint, der einfach so im Nichts ist.
Ich glaube, es ist diese Checkpoint da. Ich glaube, ich sollte mich nicht zu dem teleportieren, sonst sterbe ich. Okay, und vielleicht ist es möglich, auf diesen Baum zu kommen. Oh, das sieht knapp aus. Das sieht knapp aus. Vielleicht sollte ich versuchen, da drauf zu gehen. Das könnte möglich sein. Das könnte tatsächlich möglich sein. Okay, das war auch ziemlich knapp, aber ich glaube, das ist wirklich möglich. Ich muss es doch ein bisschen präziser machen, aber dann sollte es klappen, oder? Ist es möglich, auch auf diesen Baum zu kommen? Ich glaube schon, ich versuche zuerst mal das. Ja, das ist ja richtig easy. Okay, und da ist einfach ein Radio. Das hat er irgendwie vergessen, da wegzumachen wahrscheinlich. Okay. Und dann bin ich da oben. Es wäre noch cool, wenn da irgendwie ein One-Up, nein, One-Ups gibt es ja nicht, aber irgendwie ein Herz oder ganz viele Münzen da oben wären. Aber ja, im Allgemeinen fühlt sich das noch ein bisschen leer an, aber eben, wie gesagt, das geht jetzt hauptsächlich nur um die Texturen. Die sehen wirklich gut aus im Vergleich zu dem, was vor einigen Monaten noch war mit dieser Sternwarte von Super Mario Galaxy, welche dann von den Texturen her ziemlich blöd aussah, aber jetzt sind wir wirklich auf einen großen Schritt vorwärts. Okay, die sieht ziemlich knapp aus, aber... Oh mein Gott, ich konnte da einen Wandsprung machen, habt ihr es gesehen? Ich konnte da ganz kurz einen Wandsprung machen, dann hätte ich es geschafft, okay? Ich versuche es nochmal zu rekonstruieren. Vielleicht kann ich es dann schaffen. Dies war auch ziemlich knapp. Ich hätte es fast geschafft. Oh nein, 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 das war sehr, sehr gut. Nein. Oh mein Gott, es ist möglich. Ich habe jetzt eine andere Möglichkeit ausprobiert, einfach von diesem Baum aus. Und das ist doch viel einfacher. Ich habe es in den First Try geschafft. Nice, dann bin ich jetzt da oben. Ich habe jetzt einen schönen Ausblick. Ich glaube, auf diesen Baum da zu gehen, ist eher unmöglich. Aber auf diesen Baum kann man ganz easy kommen. Ich bin ziemlich sicher, dass man vom anderen Baum auch darauf springen kann. Es ist einfach viel schwieriger, als von dort oben einfach einen Capy-Roll-Jump zu machen. Und dann habe ich es einfach im First Try geschafft. Nice. Ja, dann gehen wir noch da zu diesem Baum, aber da waren wir, glaube ich, schon. Und ich versuche trotzdem mal den anderen Baum, den ganz großen Baum zu erklimmen, aber ich glaube, das geht nicht. Also, doch, es ist eine Wolkenplattform. Ah, okay. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, das sieht möglich aus. Ich werde es schaffen. Sonst hätte die Wolkenplattform natürlich nicht hingepackt. Ah, nein, 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 nein. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Okay, Analyse. Wo soll ich am besten hin? Ich glaube, da ist was am besten, wenn ich da dann einen Wandsprung mache und dann nach oben gehe. Okay, jetzt. Ah. Nein, Leute, ich glaube, ich habe es schon ein paar Minuten versucht, schon eine gute Zeit lang, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Vielleicht muss ich dann noch eine zweite Wolkenplattform hinpacken. Aber es wäre sowieso eigentlich nichts allzu krasses da oben auf dem Baum, eigentlich gar nichts. Ja, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt von diesem Video. Natürlich ist es dieser Mod nicht allzu krass, also das Krasse sind einfach die Texturen. Das bringt uns wirklich sehr, sehr weiter in der Odyssey-Hacking-Community und... Ich kann gar nicht erwarten, was doch für weitere Level kommen. Und ich habe schon gehört, dass Delfino Plaza, dass an dem gearbeitet wird. Ja, Leute, wenn Nintendo uns keine DLCs gibt, dann machen wir es halt mit den Mods. Ja, das ist, glaube ich, der JojoX, der unter einem von meinen Videos geschrieben. Ich meine, mal den Kommentar hier ein. Und ja, also diese Galaxie, die sieht ziemlich cool aus. Es hat zwar keine Monde, nichts, aber es ist einfach, glaube ich, deshalb, weil es ein ganzes Königreich umgebaut ist und nicht nur eine Sub-Area. Und dies ist halt schon ziemlich cool. Also Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!